Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Diese Woche nehme ich euch wieder mit auf die Reise durch meinen generellen Alltag, was so geht, was ich so erlebe und wie es einfach so hier läuft. Genau, läuft, ne? Ja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich starte jetzt einfach mal mit meiner Morgenroutine. Da habe ich aktuell das Perfect Age Booster Duo in Anwendung. Das besteht hier von Beauty Mate aus dem Augenlifting Booster und aus dem Falten Control Booster. Ihr könnt auch aktuell wieder mit Claudi 30% sparen. Es ist einfach so, ich schlafe aktuell nicht so super gut. Deswegen nehme ich hier den Augenlifting Booster mit Phytokomplex und Vitamin B3, also Niacinamide. Und was hier auch noch mit drin ist, dieser Phytokomplex, der macht, dass die Augenpartie sowohl unter den Augen als auch auf den Augenlidern selber gestrafft wird. Das ist wirklich großartig und das kann ich einfach gut gebrauchen, ne? Und das verteile ich mir jetzt einfach mal ganz entspannt auf und um meine Augen herum. Genau, oh, richtig, richtig gut. Es tut gut, wirklich gut. Wenn man möchte, kann man sich das definitiv auch im Kühlschrank zum Beispiel stellen. Das kommt morgens enorm. Ja, Niacinamide sind ja so ein bisschen dafür da, um die Kollagensynthese zu stimulieren. Also auch wieder Zellregeneration und so weiter, ne? Ihr bekommt auch aktuell bei Beauty Mates ab 85€ den Koffein Wake Up Booster mit dazu. Also das ist auch ein ganz, ganz tolles Produkt, was ich super gerne verwende. Habe ich jetzt hier einfach mal zu Demonstrationszwecken auch hingestellt. Denn aktuell verwende ich den Falten Control Booster. Da haben wir Spilanthol und ein Peptidkomplex drin. Das ist so ein bisschen wie natürliches Botox, also Bio-Botox sagt man zu Spilanthol eigentlich auch, ne? Und das mische ich mir einfach in meine Hyaluron Cream Boost mit rein, meine 24-Stunden Feuchtigkeitspflege mit Rosskastanie und Hyaluron. Hyaluron spendet Feuchtigkeit, Rosskastanie hält die Feuchtigkeit in der Haut, ne? Und die Booster sind ja einfach richtig krass hochkonzentriert, sodass du da nicht viel von brauchst. Bis zu 120 Anwendungen kriegst du da raus und ich kann da einfach 1, 2, 3 Tropfen in meine Creme mitmischen. Du kannst auch verschiedene Booster kombinieren, wie du halt möchtest, ne? Also ich habe jetzt aktuell dieses Set hier in Anwendung, aber man kann sich das Set auch individuell zusammenstellen, wenn man möchte, ne? Also schaut da auf jeden Fall auf der Homepage mal vorbei. Ich habe euch die Links in die Infobox gesetzt, weil ihr kriegt die Booster natürlich auch einzeln. Und genau. Oh, das kommt jetzt aber erstmal in mein Gesicht und es tut so gut. Darauf kann man halt auch 1A Make-up auftragen, wenn man möchte. Da krümelt nichts oder so, ne? Das ist auch richtig schön. Ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wir haben bei Beauty Mates halt auch gute Inhaltsstoffe drin, dass das Ganze halt eben ohne Rampampam ist. Wir haben vegane, tierversuchsfreie, parfümstofffreie Produkte, die einfach super für meine sensible Haut so geeignet sind. Und deswegen empfehle ich euch das immer wieder gerne. Und aktuell in Anwendung halt das Perfect Age Booster Duo zusammen mit der Hyaluron Cream Boost, die ja so ganz standardmäßig dort aufgeführt ist. Also ich finde, dass meine Haut dadurch wirklich fein aussieht, dass ich halt Produkte verwende, die meiner Haut gut tun, ne? Dass ich halt auch darauf achte, dass meine Gesichtspflege auch auf das abgestimmt ist, was meine Haut halt braucht. Und deswegen freue ich mich auch, dass ich in diesem Video wieder einen Code habe, Claudi30 mit 30% Rabatt bei Beauty Mates. Schaut gerne dort mal vorbei und ja, denkt dran, den Koffein Wake Up Booster gibt es ab 85€ auch mit dazu. So, ich verwende jetzt noch ein bisschen Lippenpflege, denn das muss auch immer sein. Ich habe jetzt aktuell keine mit Lichtschutzfaktor. Das ist, ja, blöd. Muss ich demnächst mal eine andere wieder aufmachen? Doch, ich habe eine mit Lichtschutzfaktor. Na geil, die trage ich nachher auf, wenn ich nach draußen gehe. Habe ich nämlich hier von Böb. War mal in der Box drückt richtig geil, aber aufs Gesicht generell trage ich natürlich auch Lichtschutzfaktor auf. Von Isntree habe ich aktuell in Anwendung Hyaluronic Acid Watery Sun Gel, Lichtschutzfaktor 50. Sehr, upsala, sehr, sehr schön. Tja, und ansonsten kommt hier mein Schleifchen ab, dann werden die Haare gleich gekämmt. Und das war's dann mit der Morgenroutine. Klamotten anziehen wäre gar nicht so verkehrt, ne? Das sollte ich nochmal machen. Eins finde ich noch sehr, sehr wichtig, das wollte ich euch auch nochmal sagen. Es geht bei Hautpflege sehr häufig auch um das Thema Love Your Skin. Also liebe deine Haut so wie sie ist. Ob sie jetzt gerade irgendwelche Pickel hat, ob sie irgendwelche Falten hat, ob sie vielleicht vergrößerte Poren hat oder trocken ist, ölig ist. Akzeptiere deine Haut zuallererst so, wie sie ist und dann kann man darauf mit der Pflege aufbauen. Also das ist so meine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass ich jetzt nicht anfange, wenn ich jetzt hier einen Pickel bekomme, wie wild daran rumzudrücken, sondern dass ich mir überlege, okay, das ist ein Pickel, Pickel ist eine Entzündung unter der Haut und die kann man gegebenenfalls mit zum Beispiel Niacinamiden oder mit Salicylsäure oder so halt behandeln, ne? Also nimm deine Haut so, wie sie ist an und
ja, bau darauf deine Pflege entsprechend auf. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Schlüssel dazu. Ihr fragt mich halt auch gerne, wie ich das halt mit meiner Haut so hinkriege, dass sie halt auch wirklich in den Jahren sich verbessert hat, dass ich halt wirklich, also das geht halt darum, dass ich halt wirklich gesehen habe, meine Haut ist so, wie sie ist. Ich habe Stirnfalten, ich habe halt Augenringe, ich habe Augenfältchen und so weiter. Es ist fein, ne? Also ich könnte natürlich jetzt zum Beauty-Doc rennen, aber ich könnte aber auch sagen, ich versuche das einfach mit gezielter Pflege entsprechend zu bearbeiten und bin dann glücklich über das Ergebnis, was ich bekomme. Das ist vielleicht noch so eine kleine Zwischeninfo, die ich euch mitgeben möchte, bevor wir jetzt gleich einen Raumwechsel machen. Love your skin. Liebe deine Haut so, wie sie ist. Akzeptiere sie so, wie sie ist. Und bau deine Pflege eben hautgerecht darauf auf. Das ist so, so wichtig. Und gerade bei meiner sensiblen Haut ist es wirklich der Knackpunkt gewesen, der das Ganze wirklich verändert hat. Ich habe super krass Nackenschmerzen, weil Julius aktuell einfordert, ganz viel getragen zu werden. Das ist sehr, sehr schwierig. Jetzt gerade hat er Mittagsschlaf gemacht. Das heißt, es ist auch schon ein bisschen später heute, weil ich, wir haben heute unten ein bisschen Klärschiff gemacht. Es musste mal ein bisschen aufgeräumt werden, ein bisschen geputzt werden. Und deswegen habe ich das jetzt einfach mal heute Morgen gemacht. Und jetzt bin ich hier in meinem Drehzimmer. Das ist super warm. Es ist hier so richtig weihnachtlich, auch von der Stimmung her geht so, ne? Ich liebe es ja trotzdem, ne? Das hier ist mein Outfit of the Day. Ich habe heute einfach einen Top an, wo sich schon 5000 Hundehaare dran gesammelt haben. Und das hier ist ja einer von den Rücken von Halara. Und hier habe ich auch schon ein bisschen was hingestellt, weil gleich wollte ich Julius hier hochholen. Und dann kann ich vielleicht ein bisschen hier Tralafitti machen. Mal gucken. Ja, Erwin ist am Start und wartet auf seinen nächsten Einsatz, inklusive meiner weihnachtlichen Ausstattung. Der Wahnsinn, Leute. Was ist es denn heute? Sag ich mal, ach, nur 24 Grad, dann geht das doch vollkommen klar, oder? Aber gerade ist was richtig Cooles angekommen. Und zwar ist es hier so eine Babywassermatte. Also da macht man Wasser rein und dann können die Babys da drauf halt quasi sich das angucken. Und Julius liebt es, sich Wasser anzugucken. Also wenn er seine Wasserflasche hat, ich würde euch am liebsten zeigen, was da gerade an seinem Tisch los ist. Er schmeißt sie um und verteilt es auf dem ganzen Tisch, ne? Und die muss jetzt aber noch ein bisschen auslüften. Die wollte ich auch gleich noch einmal abwaschen. Und dann kann ich das mal ausprobieren. Also mega, mega cool. Wir waren noch gestern in der Badewanne. Das muss ich euch auch noch zeigen. Denn unser Badezimmer ist fertig geworden, aber das muss ich euch nachher mal einblenden. Es ist noch nicht ganz überall, also die Leisten, die Deckenleisten fehlen noch und so, ne? Aber es ist schon ein großes Stück weitergekommen, sodass Julius und ich auch gestern mal in die Badewanne konnten. Und das kann ich euch nachher auch mal zeigen, aber jetzt wollte ich mir erstmal die beiden schnappen, also Sammy und Julius, und eine Runde spazieren gehen. Einfach mal ein bisschen Waldbaden. Sammy kann schnüffeln. Julius kann sich die Natur anschauen und es riecht einfach nach so angenehm Natur und Wald und Luft. Ich bin ja echt ein verständnisvoller Mensch und so, ne? Aber Kackhaufen auf dem Gehweg liegen zu lassen, das geht schon mal gar nicht. Toll. Da sitzt man auf der Terrasse und denkt sich, riecht doch irgendwie nach Erde hier. Ja. Und Sammy hat sich überlegt, das ist ein lauschiges Plätzchen. So unter Mandelbaum kann man sich das auch mal gut gehen lassen. Ein Loch buddeln. Was willst du machen? Was willst du an dieser Stelle mit dem kleinen süßen Mr. Baum machen? Er guckt doch so süß. Sammy. Muss das sein? Ich bin der festen Überzeugung, dass er unser Haus ausbuddeln will, denn hier hat er auch ein großes Loch gegraben. Yay! Oder er sucht nach Öl, nach Gold, nach irgendwas Bestimmtem? Man weiß es nicht. Heute mache ich mir dieses Marie mein Müsli und das ist mit Cranberries und weißer Schokolade und da rein kommt eine Banane. Ich bin jetzt mit Sammy und Julius mal hier oben, denn ich habe ein bisschen Post tatsächlich bekommen. Ich bin ganz verwirrt. Also eigentlich bekommen wir montags keine Post. Das ist auf Blatt immer eine ganz verrückte Sache. Aber es hat ein Douglas-Paket für mich erreicht. Das werde ich euch demnächst mal in einem Haul mit integrieren. Aber ich nehme dann immer schon so ein paar Babysachen mit runter, weil wir die jetzt halt einfach akut brauchen. Dentinox ist einfach etwas, das ist so ein Zahnungsgel, ne? Das ist super, super toll. Da hast du zwar dieses Lidocain drin, aber das ist halt wirklich diese Betäubungsgeschichte. Darfst du nur alle 6 Stunden, glaube ich, geben. Und dann habe ich hier mal den Dinkel
Bio, DM Bio Getreidebrei mitgenommen. Ja, wir haben eigentlich den von NR Bio immer in Anwendung, aber wir wollten auch den mal ausprobieren. Warum eigentlich nicht? Julius sitzt jetzt gerade in seiner Schaukel und vibriert vor sich hin. Und ich habe noch ein bisschen, was ich hier auspacken muss, zeigen möchte, weil es ist echt viel angekommen. Es ist verrückt. Der W7 oder W7 Adventskalender, den habe ich jetzt auch schon bei Alina gesehen, Frühlingsrolina, die hat den vorgestellt und ich glaube Maxim auch. Aber dann hatte ich den auf Instagram gepostet, da poste ich ja immer die neuen Adventskalender, die so online kommen. Und da schrieb mich dann Sarah Isabel an, dass es eigentlich der von letztem Jahr sein soll. Aber bei der Amazon-Beschreibung stand 2023, finde ich echt blöd. Hier hinten sehe ich auch den Inhalt, also ich werde den so oder so auspacken und dann vielleicht einfach mit dem Hinweis so, hey, könnte vielleicht der von 2022 sein. Muss ich nochmal bei den YouTube-Videos recherchieren, aber ich habe den letztes Jahr nicht ausgepackt, deswegen kann ich mich da auch nicht so gut dran erinnern. Ich habe irgendwie hier auch ein bisschen steifen Nacken. Das tut echt weh. Das hier habe ich schon mal aus seinem Umkarton rausgenommen. Und zwar haben wir immer noch die Mein Müsli to go Aktion jetzt auch im September am Start. Also schaut super gerne mal vorbei. Mit Claudi to go bekommt ihr nämlich, ich glaube, ab 25 Euro Mindestbestellwert, diesen To-Go-Becher in der Farbe eurer Wahl halt, ne, für Oma mit dabei. Nee, krass, es ist schon ab 20 Euro Mindesteinkaufswert, das ist richtig cool. Also, ne, schaut da gerne mal vorbei, das geht jetzt noch bis zum 30. September. Ich zeige euch aber noch ein paar Sachen, die ich mir ausgesucht habe. Und zwar ist es einmal dieses Save the Forest Müsli. Da habe ich auch enorm Bock drauf. Mit jeder Dose schützt du einen Quadratmeter deutschen Wald für 30 Jahre. Das finde ich mega, also dass man halt quasi was nascht oder was Leckeres isst, was ein leckeres zum Frühstück ist. Oh, wie geil ist das denn? Und dann gleichzeitig noch was Gutes tust. Man sieht hier richtig die, upsala. Ich muss so machen, weil sonst fällt mir das wieder runter. Man sieht hier richtig lecker diese großen Cornflakes und die Haferflocken oder diesen Dinkelquinoa ist es dann ja quasi, ne? Und dann auch richtige Beeren sind hier mit drin. Das finde ich ja cool, ne? Und ich habe mir die Disney Collection bestellt und hier habe ich jetzt auch noch eine weitere Collection. Das ist die Sommer Mini Box. Da haben wir auch richtig leckere Sorten drin mit Joghurtplättchen und Apfelmaracuja-Granulat. Das passt jetzt, ne? Das ist super, super warm. Mandel-Kokos-Granulat und Erdbeeren. Blueberry-Lemon-Cake hört sich auch super lecker an. Ja, mein Freund ist so ein Teemensch, ne? Der hat sich auch diese Tree of Tea Box mal ausgesucht. Das ist so eine Probierbox, aber da war der auch total scharf drauf. Du hast ja auch eine Flasche mit dabei. Also es sind drei verschiedene Teesorten. Einmal Strawberry Bliss. Und diese Teesorten sind so, so lecker. Peachy June und Red Ruby, der rote Rubin. Ja, mit Hibiskus und Himbeere. Oh. Und wie gesagt, dann haben wir hier in dieser Probierbox auch diese Flasche. Ach cool, und dann kann man das hier draufsetzen und dann hält das. Und dann kann man einfach hier oben den Ausguss entfernen. Das ist hier aus diesem Silikon, ne? Und ich finde auch das Design richtig schön. Ich mag dieses Logo von Tree of Tea auch richtig gerne leiden. Also da kann man definitiv dann auch fürs Homeoffice oder fürs Büro generell seinen Tee drin machen. Das fetzt. Ach, guck mal, du kannst es hier, du hast hier nämlich so Aussparungen, ne? Und diese Aussparungen passen halt hier auch mit rein. Und dann dreht man das und dann ist es halt wirklich fest. Dann fällt dir das auch nicht runter. Das setzt man dann hier drauf. Also das ist halt extra für Eistee dann gemacht. Was ich auch mitbekommen habe, das hatte mir meine Kooperationspartnerin einfach so mal mit reingelegt zum Ausprobieren, ist dieses 6er-Set von diesen, hier, Crunchy Bites. Oh geil, ja, das ist für mich halt super praktisch. Ich habe eben noch, als ich am Schneidetisch gesessen habe und Videos geschnitten habe und Rechnung geschrieben habe, mir so ein paar von diesen Balls gegessen, heute Nachmittag, ne, weil ich so Hunger hatte. Und ja, dann habe ich da auf jeden Fall einen schönen Snack zwischendurch. Da habe ich einmal Blaubeere, da habe ich nochmal Blueberry. Super Schock, super Schokolade wahrscheinlich, ne, Crunchy Bites. Ja, das ist für Schatzi. Raspberry Dark Choc, also auch das richtig, richtig interessant. Mausi, was machst du denn da? Ja, und wie gesagt, auf jeden Fall bekommt ihr diesen To-Go-Becher mit Claudi To-Go ab 20 Euro Mindestbestellwert mit dazu. Und ja, da könnt ihr euch gerne mal im Sortiment umschauen. Ich finde, das ist eine sehr leckere Kooperation. Und ich habe jetzt auf jeden Fall ein bisschen Müsli-Nachschub, was ich sehr gut gebrauchen kann. Denn ich habe echt nicht jeden Tag Bock, irgendwie zu kochen, beziehungsweise das macht er ja, Schatzi. Aber ja, so hat man halt irgendwie auch ein bisschen was Gesundes mit dabei und auch was Leckeres, was langfristig satt hält. Ne? Also diese Müslis mag ich irre gerne. Und auch was Erfrischendes durch den Tee, durch den Eistee. Also mega. Julius reißt da hinten die Hütte ab. Ja, gucken wir mal das nächste Paket an. Da habe ich hier nämlich von Mein Punkt Post bekommen.
Da könnt ihr mit Claudi223 die Versandkosten weltweit sparen. So, zwei Schmuckstücke habe ich mir ausgesucht. Da habe ich einmal die Ohrringe hier. Und die kann ich ja mit euch mal direkt zusammen anlegen. Das dürften auch relativ neue Produkte sein. Habe ich jetzt mal in Silber ausgewählt. Weil ich habe gehört, dass Silber jetzt auch so ein bisschen im Kommen sein soll. Dass Silber jetzt auch immer wieder vermehrt zu finden sein wird. Und bei meinem Punkt finden wir halt echt Schmuck. Julius ist gerade fasziniert davon. Wir haben unten keinen Teppichboden, aber hier ist Teppichboden. Er isst ihn gerade. Kiko. Kiko, was machst du denn da? Teppichboden ist witzig, ne? Macht das Spaß? Ja. Oh, Kinder sind toll. Und dann habe ich hier noch eine Kette. Wie heißen denn die Ohrringe überhaupt? Das steht hier leider nicht mit bei. Ich verlinke euch das mal in der Infobox, weil die Produkte haben auch immer ganz witzige Namen, muss ich sagen. Und hier, ja, die passende Kette dazu habe ich mir ausgesucht. Das sieht so schön aus. Und so schaut das Schmuckset dann getragen aus. Also das mag ich wirklich, wirklich, wirklich sehr gerne leiden. Das ist total mein Stil. Sehr edel, sehr schick und irgendwie gleichzeitig sommerlich. Hat ein bisschen diesen Boho-Stil. Schön. Oh, eins muss ich euch aber definitiv nochmal zeigen, Leute, wenn wir jetzt schon mal hier oben sind, ne? Denn ich bin echt so happy, wie unser Badezimmer jetzt aussieht. Ja, es ist alles noch so ein kleines bisschen im Baumodus und hier oben fehlen, wie gesagt, halt auch noch die Leisten. Die Decke haben wir einfach angesprüht. Da kann ich euch auch mal dieses Wagner-Sprühgerät verlinken. Da haben mich jetzt auch schon viele Freunde und so nachgefragt. Das hier ist ein recht simpler Spiegelschrank. Den habe ich, glaube ich, von Amazon bestellt, weil wir hier keine Steckdosen haben. Und Schatzi hat sich echt einen daran abgebrochen, den aufzuhängen. Es muss wohl nicht so leicht gewesen sein. Hier haben wir nämlich den Lichtschalter. Achso, dafür müsste ich draußen dann wahrscheinlich auch Licht anmachen. Und halt die eine Steckdose, ne? Weil ansonsten haben wir hier keine Steckdosen. Ja, wurde super geplant damals. Dann haben wir hier den Waschtisch, den haben wir von Ikea gekauft. Das ist ein relativ günstiger. Ich glaube auch, das haben wir von Ikea, bin ich mir gerade nicht so sicher. Ja, hier noch so ein paar Gedönssachen. Der hat einfach Schubladen, ne? Das ist jetzt nicht irgendwie mit langsam schließen oder so. Ein paar Handtücher habe ich hier schon mal hingepackt. Heizung haben wir neu. Yay, läuft. Also das ist auch ganz romantisch, mit so einer Silikonpistole im Raum zu baden. Denn das habe ich gestern mit Julius gemacht. Da war ich in der Badewanne. Da habe ich hier auch schon eine kleine Auswahl an Badezusätzen stehen. Und da haben wir einen niedlichen. Den habt ihr auch gesehen im Hall, ne? Diesen kleinen Pinguin. Naja, auf jeden Fall Badewanne, mega geil. Ich mag auch gerne die Fliesen. Das sind wirklich Fliesen, die haben wir beim Thum gekauft. Waren auch gar nicht so super teuer, weil wir wollten hier auch nicht super viel Geld investieren, weil es halt nur das Zweitbad, wie auch immer, ist das oben Badezimmer. Hier finde ich ganz cool gemacht, das haben die damals schon so gemacht, dass du hier die Toilette hast und der Blick, wenn man, ich weiß nicht, ob ich euch das, na gut, wenn man auf der Toilette sitzt, kann man durch dieses wundervolle, nicht geputzte Fenster rausgucken und sieht halt Wald. Ist großartig, ne? Ja, genau. Dann halt eine Duschkabine, da müssen wir noch Silikon dran machen. Die haben Schatzi und ich jetzt auch gerade erst, sage ich mal, montiert. Und ja, eine Dusche, ne? Was man halt so braucht. Da ist noch ein bisschen Baustelle. Da ist mein Lager. Läuft. Ja, das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Mega, oder? Das Badezimmer hier oben ist relativ fertig. Yay! Während Staubi fährt, mein Outfit of the Day. Ja, heute ist eigentlich eher so ein Bürotag, würde ich jetzt mal so sagen. Und ein Drehtag. Da geht nicht so ultra viel. Ja, Sammy kommt um die Ecke. Ja, wir haben jetzt so ein bisschen andere Schlafzeiten, ne? Also Julius schläft jetzt auch erstmal kurz. Noch eine kurze Zeit bei uns im Zimmer. Und Mr. Bau findet das auch okay, weil Mr. Bau kann dann tatsächlich neben meinem Bett auch schlafen. So hat jeder in diesem Raum Platz und kann entspannt schlafen. Julius darf heute Nachmittag bei seiner Oma sein. Ich habe Lätzchen und einen Getränkbehälter vergessen, aber ich hoffe, dass seine Oma das da hat. Das wäre ganz gut. Genau, da hat er nämlich jetzt heute mal einen Tag, wo er einfach mal woanders ist, was ja auch mal ganz gut ist, damit die Kinder auch lernen, woanders zu sein. Fällt mir das schwer? Definitiv. Ja, einfach ist es nicht, aber es ist schön. Ich habe auf jeden Fall auch den Kinderwagen und so weiter jetzt auch mit im Gepäck und ja, dann kann Julius da jetzt einfach mal einen schönen Oma-Nachmittag haben. Die Hauspost, weitere Pakete, Sammy und ich sind jetzt hier oben und ich werde jetzt die Pakete einmal auspacken und dann wollte ich ein Video drehen. Mal gucken, ob ich das schaffe. Ich weiß auch nicht genau, wann ich Julius dann wieder abholen kann. Ja,
Es ist schön, ja, aber es ist immer noch merkwürdig, muss ich wirklich sagen, wenn der Sohn einfach nicht hier in der Nähe ist. Das hat sich in den Paketen befunden. Und zwar haben wir hier eine Kooperation. Das ist die Goodie Box Welcome Box. Dann habe ich von L'Oreal richtig viele Produkte zugeschickt bekommen. Und dann habe ich hier von Purish noch diese Be Perfect Box bekommen. Ich habe vor Monaten, glaube ich, mal gesagt, dass ich Bock drauf hätte, Be Perfect auszuprobieren. Und hier ist allerhand drin. Also wirklich der Liquid Blush und der Primer und der Bronzer, von dem schwärmt Nicole Chiquitas Place ja auch immer so, ne? Mal schauen. Schauen, ob sich unsere Meinungen da mal wieder matchen, weil eigentlich sind unsere Geschmäcker schon sehr, sehr ähnlich. Jetzt drehe ich aber erstmal ein Full Face mit Iconic London. Das habe ich ja schon so oft angekündigt. Und ja, ich habe schon einige Produkte hier. Das, was mir tatsächlich noch fehlte, war Eyeshadow Primer, dann der Concealer und Puder. Da verwende ich einfach meine Produkte aus dem Project Pen. Das Schminkvideo mit den Iconic London Produkten ist im Kasten und irgendwie glitzert dieses Setting Spray so enorm. Also ich habe es eben auch gesehen, als ich so ein bisschen in die Sonne gegangen bin. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier mit der Kamera auffangen kann. Es ist vielleicht doch etwas viel. Man fühlt sich ja ein bisschen wie ein Vampir, ne? Aber ansonsten ist es richtig gut geworden. Auf dem Land hat man auch mal solche Autos vor sich. Das ist eine Maschine, mit der man Heuballen oder Strohballen macht. Wenn es mir nicht so gut geht und ich so ein bisschen neben der Spur bin, fange ich an, meine innere Unordnung durch äußere Ordnung zu kompensieren. Das heißt, ich räume auf. Habe gerade die Küche aufgeräumt und sauber gemacht. Habe gerade Wohnzimmer klarschiff gemacht. Ja, manchmal ist es so, dass alles nicht so unbedingt nach Plan läuft, aber dann atmet man einmal tief durch, besinnt sich auf das Positive und versucht sich daran hochzuziehen. Hilft nicht immer, aber manchmal. Wahnsinn, es steht hier schon wieder mal alles voll mit Wäschekörben, läuft bei mir. Ja, heute mein Outfit of the Day und ja, ich habe einfach mein Lieblingskleid an, so ziemlich, ne? Das ist von Orsay von vor Jahren. Ich lieb's. Ich habe mir jetzt Pferdesalbe mal in den Nacken gegeben und auf die Schultern und ne, oh, ich habe so Nackenschmerzen. Ist echt Wahnsinn. Und ja, eine Nacht drüber zu schlafen hat auf jeden Fall schon mal geholfen. Aber mal gucken, was der neue Tag jetzt noch so bringt. Ich starte auf jeden Fall jetzt mal in ihn hinein. Das hört sich ziemlich merkwürdig an. Leute, ich gucke ja auch immer gerne Tutorials und lasse mich auch so ein bisschen, ich bilde mich weiter, so kann man sagen. Ich dachte immer, dass ich mich mit Word, Excel und so weiter richtig gut auskennen würde, aber ich wusste zum Beispiel nicht, dass man bei Word auch in diesen Tabellen, die man einfügt, tatsächlich rechnen kann. Also im Prinzip kann man die Tabellen, die man einfügt, wie eine Excel-Tabelle behandeln. Finde ich richtig cool und ich zeige euch einfach mal, was ich gerade gelernt habe. Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen. Also man kann jetzt nämlich, wenn man dieses Ding hier, ne, das habe ich ja als, ja, es ist hier so ein kleiner Word-Kurs jetzt mit drin, ne? Das habe ich mir ja einfach hier als Tabelle so eingefügt. Und dann ist es im Prinzip so, dass Word genauso denkt wie Excel. Also wir haben hier Spalte A, B, C, D, E und Zeile 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne? Und jetzt kann man hier in diesen einzelnen Bereichen total einfach arbeiten. Also ich habe jetzt hier meinen Mauscursor drin, ne? Und gehe dann hier oben auf Layout, dann auf Formel. Dann öffnet sich hier so ein kleines Fenster. So ist es jetzt ja einfach Spalte A, B, C, D. Zweite
Zeile. Okay, genau. Und da erscheint dann auch meine 1 Million Euro Provision. Hier möchte ich jetzt aber auf jeden Fall auch die Steuer eintragen. Jetzt klicke ich auch wieder auf dieses Formelvieh und kann auch wieder sagen, ist gleich. Und das ist ja die Spalte B, C, D, E, 2 mal 0,19, ne? Bei 19% Steuer. Zack. Packt er mir das direkt rein? Richtig geil. Wusste ich nicht. Finde ich großartig. Und hier der Rechnungsbetrag, auch hier wieder Formel, ist gleich E2 plus E4. Du könntest aber auch wahrscheinlich nehmen hier Formel ist gleich Sum von E2 bis E2, 3, 4, 5, wenn ich jetzt theoretisch da mehrere Sachen auch drinstehen hätte, ne? Nimmt er auch. Super. Rechtsklick. Hier, Felder aktualisieren, wenn du hier quasi andere Vergütung und so weiter drin hast, ne? Kleine Word-Schulung hier. Läuft. Wen hat's interessiert? Schreibt's gerne mal in die Kommentare. Wäre interessant zu wissen. Also ich mag halt super gerne halt mit Word, Excel und so weiter zu arbeiten, weil das mir einfach mein Leben erleichtert. Ich habe ja auch meine ganze Schminksammlung in Excel drin und mache damit ja auch meine Infobox. Aber jetzt kann ich halt auch quasi, wenn ich Word-Formulare habe, in Excel denken. Und das finde ich gut. Ich hatte das mal irgendwann gehört, aber ich habe das nie so gecheckt, wie das dann funktioniert. Und jetzt weiß ich's. Das ist wirklich total simpel, wenn man es einmal so ein bisschen sich angeguckt hat, ne? Ihr standet übrigens gerade auf einem Purish-Paket, was hier eingetroffen ist, denn in der Woche, das habt ihr dann wahrscheinlich auch schon gesehen, ne? Wir haben ja die Woche mit den Purish-Mädels gehabt, wo wir ja unsere Full-Faces geschminkt haben. Und die Produkte sind jetzt hier zu mir geschickt worden, die ich verlosen darf. Also die habe ich jetzt hier. Und wo ist denn hier meine Nabla Vicious Mascara? Hier haben wir das Schätzelein. Das ist ja das Produkt, was von mir mit in die Box gewandert ist. Ne? Da hat jede von uns ein Produkt auch in dem Video genannt, was in die Verlosungskiste mit reinkommt. Und jede von uns darf ein Paket verlosen. Wenn die Verlosung noch läuft, schaut gerne mal im i vorbei. Da habe ich euch das Video verlinkt. Die Produkte aus dem neuen Essenssortiment sind eingetroffen. Und da haben Rakeli und ich uns überlegt, dass es doch eine ganz tolle Idee wäre, dass wir dazu ein kleines Schminki drehen. Deswegen sitzen wir hier, haben hier auch noch ein paar andere Produkte mit dazu gemacht, weil das Sortiments-Update jetzt nicht riesig war und jetzt wird das unser bester Freund sein. Sammy denkt sich, die kleinste Ecke, ich quetsche mich rein. Und jetzt werden wir uns mal ein bisschen Farbe ins Gesicht geben. Nach so einem aufregenden Tag ist es ganz gut, wenn man die Haut einfach auch ein bisschen verwöhnt. Das mache ich ja super gerne auch mit meinen Kooperationspartnern. Ich habe jetzt einfach mal so eine Maske von Balea, leider kein Kooperationspartner von mir, aufgetragen, um so ein bisschen Feuchtigkeit zu geben. Vorher habe ich mir einen Toner aufgetragen. Jetzt verwende ich den Augenlifting Booster. In der Zwischenzeit, ja, würde ich tatsächlich jetzt hier den Anti-Pickel-Booster verwenden. Weil hier ist meine Mr. Fried Ausflugsfamilie schon relativ gut abgeheilt. Da hat er hier auch seinen Zweck ganz gut erfüllt. Ich nehme hier einfach einen Tropfen auf, fühle hier hinten. Ich habe da so eine Stelle, wo immer mal wieder so ein bisschen was kommt an Unreinheiten. Also du kannst es halt auch zweckentfremden. Theoretisch, wenn du so Pickel auch auf dem Rücken hast, ne, oder im Dekolleté, kann man diesen Anti-Pickel-Booster auch ganz super dafür verwenden, weil der die Entzündung halt hemmt. Und das finde ich ganz, ganz angenehm. Und jetzt gebe ich mir übers komplette Gesicht einfach hier die Beauty Mates Hyaluron Cream Boost. Fühlt sich angenehm an. Ich kann die halt tagsüber verwenden, ich kann die abends verwenden. Also eine wirklich sehr praktische Creme. Ein bisschen Lippenpflege kommt hier jetzt noch so drauf. Wimpern- und Augenbrauenpflege. Da habe ich hier das Grande Lash MD. Ich habe echt krasse Wimpern dadurch bekommen. Kannst du nicht anders sagen. Ich trage das jeden Abend auf. Und ich glaube, dass ja, man sollte es immer mal wieder auswechseln. Ne? Weil wenn du so Produkte an den Augen verwendest, also wirklich so wie hier, ne, relativ nah am Auge, sollte man das jetzt nicht unbedingt länger als, ich sag mal, 2 Monate, ne, in Daueranwendung haben. Es würde mir noch länger halten, muss ich wirklich sagen. Ich habe so heftige Wimpern damit gekriegt. Man kann es nicht anders sagen. Wenn das jetzt leer ist, werde ich danach das von Özlem verwenden. Das habe ich jetzt ja nachbestellt. Das hatte ich ja damals auch verwendet, als ich schwanger war. Und ja, dann gucken wir mal, wie es dann aussieht. Ich verwende gerade das Display als Spiegel. Nicht wundern. Ich kann das nicht blind. Das wäre ein bisschen krass, ne? Weil dafür sind meine Augenbrauen zu klein, dass ich das machen könnte. Oder meine, schau ich denn hier oben auf meinen Wimpern. Ja, so viel zu meiner aktuellen Abendroutine. Das ist halt wirklich super simpel, ne? Aber ja, dauert 7 Minuten mit Quatschen. Finde ich vollkommen in Ordnung. Hier hätten wir jetzt einmal das Outfit of the day. Das ist einfach das Kleid, was ich in Malaga gekauft habe.
Ich traue mich. Und trage einfach mal nur so ein Klebe-BH, aber der ist, ja, man sieht den jetzt hier, ne? Der ist eigentlich sehr, sehr gut, aber ich muss den nochmal anders kleben, weil wenn ich mich vorbeuge und man den sieht, ist irgendwie blöd, genau. Das muss ich gleich aufräumen, da haben ja Rakelli und ich gestern gewütet. Hier habe ich noch etwas von der My Little Box, was ich abfilmen möchte. Eine, ich glaube, das müsste dann die Sarah Harrison Box sein. Zwei Goodie-Boxen sind eingetroffen, da weiß ich noch gar nicht, welche das so sind, ob das die Monatsbox ist oder so. Und hier habe ich noch einen Adventskalender drin. So, ich habe mir jetzt die Hinterlassenschaften von unserem DHL-Boten geschnappt. Nein, DHL hat den Kneipp-Adventskalender vorbeigebracht. Jetzt habe ich mich verschluckt. Und genau, jetzt bin ich hier oben kurz und werde mich kurz schminken, weil heute Abend habe ich ein Date mit meinen Mädels. Wir haben Mädelsabend und schauen uns Miami Nights in einer Freilichtbühne an. Und meine Mama ist jetzt mit Julius gerade spazieren. Sonst gehe ich immer mit, aber heute ist einfach ist nicht mit drin. Also ich habe so viel auf dem Tisch, was ich machen möchte und muss halt auch. Genau, deswegen werde ich jetzt einen schnellen, aber schönen Look schminken, der dann für heute Abend ist. Wir haben es jetzt 16:30. Genau, dann schauen wir mal. 16:30 wollte ich ungefähr los. Da werde ich noch einiges schaffen. Ich habe eben noch ein Video geschnitten, ne, für morgen. Ja, ich bin aktuell so ein bisschen spät dran. Den Look steht, den habe ich mit dieser Love Notes Palette von bei Beauty Bay gemacht. Ich kann euch nur empfehlen, da einfach mal euch die bei Beauty Bay Paletten anzugucken, denn das ist so mit meine liebste Qualität und Preis-Leistung ist halt hammermäßig, ne? Also schaut da gerne mal vorbei. Ja, ich habe da allerhand Paletten von tatsächlich. Ich muss auch irgendwann unbedingt meine Lidschattenpalettensammlung oder generell meine Schminksammlung abdrehen. Ja, mal gucken. Vielleicht zum Jahreswechsel, weil jetzt gerade ist Adventskalenderzeit. Da geht die Party halt wirklich auf der Ebene sehr krass ab. Ja, jetzt sind gerade auch, sehe ich gerade, meine Mama und Julius auf dem Rückweg. Und ja, dann gehe ich jetzt gleich runter und trinke erstmal ein Gäffchen. Ne? Draußen zieht sich das alles ein bisschen zu. Das ist ein bisschen blöd, weil wir ja, wie gesagt, heute auf der Freilichtbühne uns das angucken wollen. Aber wir haben Gott sei Dank überdachte Plätze. Reden. Sammy hat sich überlegt, dass es eine ganz tolle Idee wäre, wenn ich jetzt auch noch mal filme. Also ernsthaft, der ist hochgegangen und ja, jetzt muss ich mir was überlegen, denn ich habe noch ein ganz kleines bisschen Zeit. Es ist 17.46 Uhr. Ich wollte ungefähr eine Dreiviertelstunde, Stunde los. Und ja, ich mache jetzt mein Aufgebraucht-Video. Da habe ich jetzt hier aus meinem Project Pen auch noch die Foundation, die leer gegangen ist und die ich zeigen werde. Und jetzt wird gefilmt. Video ist im Kasten und jetzt mache ich mich auf den Weg zur Freilichtbühne. Da bin ich mal echt gespannt, wie das so wird.
Also soll ja richtig gut werden. Ach so, als Outfit habe ich jetzt einfach auch das Kleid angezogen. Also im Prinzip genau das, was ich auch auf dem Event von Rossmann mit Maxim anhatte, ne? Genau, ein bisschen schickimicki. Die Freilichtbühne ist übrigens in Tecklenburg und das ist die Aussicht vom Parkplatz. Ist mega, ne? Das Wetter spielt nicht ganz so mit, nicht wundern. Ich habe eine Sitzauflage mir umgeschnallt, weil ich habe hier noch ziemlich viel zu essen und so in meiner Tasche. Und dann habe ich mir die einfach umgeschnallt. Haben wir damals auch immer so gemacht, als ich als Kind hier hingegangen bin. Jetzt warte ich auf meine Freundin. Ich bin wohl die Erste. Aber hier auf dem Parkplatz ist alles voll, das heißt, die sind dann irgendwo anders. Es wird 27 Grad, haben sie im Radio gesagt. Deswegen habe ich mein Kleidchen angezogen. Aber das Wetter draußen spricht nicht für 27 Grad irgendwie, ne? Ja, das ist so ein Wickelkleid. Das habe ich bei Amazon bestellt. Habe ich, glaube ich, im letzten Vlog auch schon gezeigt, ne? Meine schicken Hausschuhe dazu. Aber ich glaube, ich muss mir jetzt gleich noch ein bisschen was überziehen. Ja, erstmal steht ein bisschen Haushalt an, ein bisschen Büroarbeit. Nichts super Spektakuläres, ne? Frisch eingetroffen sind Produkte, die ich für ein Full Face von The Body Shop nehmen wollte. Und irgendwie ist da alles mit bei. Das sieht so wenig aus. Also ich habe da richtig viel für bezahlt, ne? Einen kleinen Code hatte ich auch tatsächlich bekommen, weil ich jetzt quasi eine Kooperation habe. Also wir sind über eine Plattform jetzt miteinander verbunden, The Body Shop und ich. Und ja, da habe ich mir jetzt einfach ein bisschen was bestellt. Und wie gesagt, einen Rabatt habe ich da jetzt auch bekommen. Aber ich glaube, insgesamt habe ich da 120 oder 130 Euro selbst für bezahlt. Ja. Wird dann auf jeden Fall demnächst noch gefilmt. Ich weiß nicht, ob ich das heute noch schaffe, weil jetzt haben wir es tatsächlich mittlerweile schon 5 vor 6. Dann habe ich hier die Asam Beauty Birthday Box bekommen. Und da ist auch dieser The Scent of Magic mit dabei. Den habe ich mir separat halt bestellt, um halt auch auf die Versandkostenfreigrenze zu kommen. Und den können wir jetzt mal schnuppern. Also die Duftbeschreibung hat sich sehr gut angehört. Das soll noch zu irgendwas ein Dupe sein. Das hatte ich euch bei Instagram auch in der Story gepostet. Muss ich mal gucken. Also der Flakon sieht auf jeden Fall so aus. Sieht schick aus, mag ich gerne leiden. Jetzt kann ich ja mal das auf mich drauf sprühen. Winken wir ein bisschen. Oh, ich mag den Duft. Oh, blumig. Eine ganz leichte Süße haben wir auch mit dabei. Und eine Frische. Also das würde ich jetzt so bezeichnen. Das ist ein schöner Sommerduft. Den mag ich. Der ist angenehm. Das ist cool. Sammy ist natürlich auch schon direkt hier nach oben gestürmt. Da war ich noch nicht mal selber oben. Das ist der Wahnsinn. Dann habe ich hier noch was bekommen von Halara. Denn ja, denen hat das Video von mir sehr gut gefallen bei Claudis Bunte Welt. Und deswegen gibt es jetzt eine Folgekooperation. Genau. Und hier steht auch Produkte für einen Haul generell. Hier stehen schon ein paar Adventskalender bereit. Sammys Ecke, Rumpelecke, Fliege. Ja. Wie das hier halt so ist, ne? Dann ein gelber Sack, das darf auch nicht fehlen. Da habe ich mir doch jetzt einfach nochmal zackig, flackig das Full Face The Body Shop gegönnt und mag die Produkte sehr gerne. Bis auf manche Ausnahmen ist es halt wirklich schön. Ich musste bei der Mascara nachher noch ein bisschen nachlegen mit einer anderen, weil das nicht so mein Vibe war. Und dann habe ich jetzt gerade nochmal die Asam Beauty Magic Finish bzw. Asam Beauty Birthday Box abgedreht. Genau, ja. Ich fühle es gerade total. Also ich finde, dass dieses Make-up sehr, sehr schön ist. Und finde es ein bisschen schade, dass ich das jetzt ja erst so spät am Abend erst geschminkt habe. Aber gut. Heute mal ein klassischer ja, Jeans-Girl-Look. Also das ist so ein wirklich Klassiker, ne? Wenn man sich einfach eine Jeans anzieht, ein weißes Oberteil. Ich habe jetzt hier einen Top an, weil ich nach Adventskalender drehen werde. Dann werde ich wahrscheinlich über das Top meinen Weihnachtspulli anziehen. Läuft. Super warm ist es jetzt heute nicht. Deswegen habe ich mir auch eine Jeans angezogen, eine längere Hose. Und ja. So fühle ich mich wohl. Und ich wurde heute Morgen von DHL geweckt, kurz nach 7, was vollkommen in Ordnung ist. Und die hatten dieses wunderschöne Ding im Gepäck. Ja, das wurde mir jetzt von Purish zugeschickt. Das ist das neue Puder von Luna Beauty. Diese Verpackung ist der Hammer und ich hoffe, dass das Puder auch auf dem Gesicht gut ist, ne?
Das ist so wunderschön. Also hier oben drauf halt dieses Himmelsdesign. So cool. Und ja, ich habe das jetzt hier, ich glaube in der Farbe Light müsste das sein. Translucent Light. Und mega, ne? Sowas ist halt mal wieder so ein klassischer Packaging-Opfer-Moment. Hat man immer mal wieder, aber ja, genau. Möchte heute wahrscheinlich ausprobiert werden oder morgen. Ich muss mal gucken, weil ich möchte heute noch mein Hashtag Ungeschönt-Video drehen. Wir waren mega schön spazieren. Also eine Stunde lang sind wir hier durch die Natur gelaufen, durch Wiesen, Felder, Wälder. So, so schön. Und ja, jetzt bin ich hier oben und werde ein Schminki drehen. Da geht es jetzt um eine One-Dip-Challenge bei Hashtag Ungeschönt. Und da suche ich mir jetzt gerade so ein paar Produkte raus, wo ich ungefähr weiß, dass die relativ gut pigmentiert sein werden oder auch, dass die gut zu verarbeiten sind. Bei manchen Produkten wird es ein bisschen schwierig, weil wie willst du eine One-Dip-Challenge bei einem Augenbrauenstift machen? Ich kann mir ja nicht nur einen Strich ziehen, das ist sehr, sehr schwierig. Was auch super wichtig ist, fand ich jetzt für mich, dass ich halt vorher eine gute Hautpflege aufgetragen habe. Jetzt suche ich mir noch weitere Produkte zusammen und dann schauen wir einfach mal, wie es so wird. Ansonsten habe ich hier wirklich noch einige Videos, die ich heute drehen möchte. Ich möchte ein Haul drehen, mein Project Pen möchte ich abdrehen. Dann möchte ich Adventskalender abdrehen und einige Boxen möchten noch abgedreht werden. Also da ist wirklich super viel hier auch los. Und ich möchte auch noch den Podcast mit Sammy noch ein bisschen machen. Aber der ist jetzt gerade wieder runtergelaufen. Der hat jetzt keine Lust. Der war eben tatsächlich schon ohne mich hochgelaufen. Und hat sich dann jetzt gerade wahrscheinlich gedacht, ja, wenn die Alte jetzt erst hochkommt, dann ist sie selber schuld. Ciao, Kakao. Holla die Waldfee, also ich habe jetzt schon richtig viel gedreht, einige Unboxings, das Schminki natürlich und jetzt kommen die Adventskalender. Wir haben es jetzt 9:30, genau, exakt 21.30 Uhr und dann wollte ich noch zwei Adventskalender-Unboxings drehen und dann kann ich tatsächlich quasi Feierabend machen. Ja, das sind teilweise lange Tage, aber ich habe hier dann auch wirklich viel stehen und dann möchte ich auch einfach irgendwann mal, dass es weggefilmt ist und dann drehe ich meistens mehrere Videos hintereinander und das funktioniert eigentlich auch immer am besten. Am Wochenende ist es immer so, dass ich mich dann natürlich mit Schatzi auch abstimme, ne? Dass er sich dann auch um Julius kümmert. Jetzt gerade schläft Julius natürlich und ja, das ist dann natürlich eine krasse Kiste. Aber ich hole mir dann meine Entspannung und meine Ruhe in anderen Momenten. Gestern Abend zum Beispiel oder gestern generell, da hatten Schatzi und ich uns dann einfach auch einen schönen Abend gemacht, dass man da auch ein bisschen runtergekommen ist, dass man eine schöne DVD einfach mal ganz oldschool-mäßig guckt, ne? Oder so wie heute Nachmittag, dass wir spazieren gegangen sind. Das sind dann immer so die Momente, aus denen ich dann immer so Kraft schöpfe und dann einfach auch, ja, weitermache und ich habe ja auch Spaß dran. Das ist ja auch eine andere Sache von Stress oder von, weiß ich nicht, wie ich das nennen soll, ne? Dass man einfach eine andere Arbeitsgedönsengeschichte hat, als wenn ich jetzt irgendwo in einem Job wäre, wenn ich jetzt irgendwo in einem Büro bis 9:30 abhängen müsste oder so. Das wäre nicht so geil, wie wenn ich mir das halt selber hier frei einteilen kann und halt auch weiß, dass ich meine Liebsten ja sowieso um mich herum habe, dass Sammy mit dabei ist, dass ja Julius im Prinzip genau unter mir jetzt gerade am Schlafen ist und ich dann auch mal eben kurz für einen Schnack mit Schatzi runtergehen kann oder so. Das ist schon was anderes und deswegen mag ich das auch einfach, diese selbstständige Arbeit, die ich halt mache und ja, deswegen mache ich das halt auch super gerne. Und jetzt werde ich zu Santa Claudi und dann kommt gleich dieser Adventskalender dran, der schon auf Erwin wartet. Sammy chillt da schon eine Runde ab, neben dem gelben Sack läuft bei ihm. Der ist auch schon platt, ne? Ja, der ist ja auch mit uns mitgegangen, das war echt eine schöne Strecke. Da habe ich aber die Kamera zu Hause gelassen, auch wenn da wunderschöne Aufnahmen entstanden wären, ne? Ein Bachlauf. Wir haben sogar einen Brunnen gesehen, irgendwie total witzig. Da waren welche, die haben einen Brunnen im Garten gehabt und das ist einfach alles super ländlich da gewesen, ne? Und die haben dann so ein bisschen die Szene von Froschkönig danach gestellt, also quasi den Froschkönig, den Frosch mit Krone halt drauf gemacht, ne? Und dann den goldenen Ball auch daneben gestellt. Dann waren da auch noch so ein paar Gänse- und Entengeschichten irgendwie so, ne, keine lebendigen, sondern dann halt so als Figuren, ne, richtig, richtig cool. Und das in so einem verwunschenen Wald, das war echt schön. Ich präsentiere in der Fashionista-Form mein Outfit of the Day. Geht so Fashionista, ne? Ja, einfach eine chillige Jogginghose, Puschen, chilliges Oberteil. Das ist so Sonntagsstyle, oder? Oh mein Gott, Leute. Ich habe eben geguckt. Aktuell sind wir hier 29.980. Ist das nicht krass? Also ich komme da immer noch ganz drauf klar. Ich verteile jetzt gerade so ein paar Sachen hier überall.
Yay, sieht man das? Genau, dass hier die Räumlichkeiten noch etwas wohnlich werden. Gut, so eine Silikonpistole am Badewannenrand ist natürlich so eine Sache für sich. Ich habe mir gedacht, vielleicht gönne ich mir wirklich heute mal in die Badewanne zu gehen, mal schauen. Denn ich habe durch die Adventskalender halt auch schon so schöne Sachen, die mein Leben glücklich machen. Ja, den kleinen Fratz hier, ne? Und hier, habe ich euch das nicht schon gezeigt? Ich glaube schon, ne? Naja, aber das ein oder andere ist hier noch so baustellenmäßig. Aber ich versuche es halt so langsam ein bisschen wohnlich zu machen, dass ich mich ja auch ein bisschen wohler fühle. Das ist auf jeden Fall der Plan. Ja, und wie gesagt, ich bin halt auch noch ein bisschen aufgeregt, weil ich weiß nicht, wann es dann kommt, dass wir tatsächlich 30.000 werden. Ich allein drüber nachzudenken, rührt mich jetzt schon wieder. Ich heule hier gleich rum. Deswegen muss ich mich hier ein bisschen ablenken. Ja, man merkt, es ist Adventskalenderzeit, ne? Ich glaube, ich muss hier mal den Haufen etwas klein machen und dann demnächst mal nächste Woche zum Werkstoffhof bringen. Gar nicht mehr so viel, ne? Also das habe ich jetzt so komprimiert. Ein paar Kartons kann ich natürlich noch weiter verwenden, weil ich ja auch immer wieder was verschicke, aber die sind jetzt einfach voll mit Verpackung und mir ist warm. Bin doch ein bisschen außer Atem gekommen. Es ist schon anstrengend, aber es ist gut und ja, dann kommt das zum Werkstoffhof und ich finde es sehr gut, dass viele Firmen auch mittlerweile auf Pappverpackungen setzen und dementsprechend kann man das zum Werkstoffhof bringen. Das Ganze wird recycelt. Easy peasy, finde ich gut. 10 fehlen noch. Das ist so krass, Leute. Ich kann es nicht anders sagen. Ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen. Ne? Und weil Sammy jetzt unbedingt nach oben wollte, also der hat mich wie ein Schaf die ganze Zeit nach oben getrieben, mache ich jetzt auch quasi meinen Podcast. Also das ist für die Kanalmitglieder, ne? Dass ich da immer jede Woche ein neues Kapitel vorlese. Ja, ihr Lieben, heute ging nicht mehr allzu viel tatsächlich, aber jedenfalls nichts, was ich so groß bei der Kamera zeigen kann. Ich bin jetzt nochmal oben, weil ich habe ein paar Schwämmchen, die ich jetzt wieder zurückpacke. Habe mir eine Bodylotion aus meiner Backup-Geschichte mitgenommen, weil, ja, ich habe ja immer mein Körbchen, damit ich durch unser eigenes Haus laufe, ist auch geil, ne? Jetzt geht nämlich in Anwendung die Dalton Bodycare Hydro Boost Hyaluron Bodylotion, die ist ziemlich gut. Ja, und die darf jetzt auch mal wieder sein. Ja, ich habe heute relativ viel geschafft, also auch mit den ganzen Kartons und so weiter, dass ich hier mal das Schiff gemacht habe. Dann, habe ich auch einige Videos geschnitten. Wir können ja noch mal gucken, wie jetzt so der aktuelle Stand der Dinge ist. Ich bin ja auch neugierig, ne, ob wir jetzt vielleicht das sogar tatsächlich zum Ende hin hier noch schaffen, dass die 30.000 Marke geknackt wird. Ja, tatsächlich. Es waren noch eben, kurz bevor ich duschen gegangen bin, auch nur noch 2, die gefehlt haben. Und die Zahl da zu sehen, ist echt der Hammer, Leute. Krass. Ich hätte im Leben nicht damit gerechnet, dass das mal passiert, ne? Wunschmäßig definitiv, aber dass ich hier wirklich... dass das so viele Menschen sind, die sich dafür interessieren, was ich hier für einen Wahnsinn mache. Für mein Beauty-Gedönsen, für mein Leben und für meine Adventskalender-Passion im Hochsommer, für meine bunte Schminkerei. Also das ist wirklich, wirklich, wirklich schon heftig und das macht mich total glücklich. Und das ist ein Erfolg, den habe ich euch zu verdanken. Also da werde ich was planen, denn ich bin euch so dankbar. Ich denke halt immer wieder so an das zurück, was halt damals war und wo ich im Prinzip ja auch herkomme und
mit dem, was mir halt auch damals in der Vergangenheit passiert ist. Und dass ich jetzt einfach hier bin mit euch, mit unglaublichen 30.000 Menschen, die sich überlegt haben, hey, die sieht sympathisch aus, da klicke ich doch mal auf Abonnieren. Kann ich nicht fassen. Finde ich voll geil. Das ist jetzt ein wundervoller Vlog-Abschluss. Ich kann es nicht anders sagen. Ich habe das einfach, also, ich bin baff. Ja. 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 Krass. Danke, Leute. Ihr seid so geil. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Schatzi schläft schon, Julio schläft schon, Sammy schläft schon. Das ist 10:50. Ich sollte jetzt auch ins Bett gehen. Und ich sitze hier oben und heule erstmal eine Runde, ne? Weil ich mich so freue. Weil ich einfach so glücklich bin und das einfach nicht fassen kann. Danke. Ohne Flachs, ey. Danke an so viele Menschen. Es kommt ein extra Video, wo ich ein bisschen klarer in der Rübe bin, ne? Geil. Wirklich? Okay. Lass mir das jetzt mal mit dem Rumgeheule. Ich muss hier noch ein bisschen was runterbringen und dann werde ich mir noch einen Kakao trinken und dann geht's ins Bett. Vielleicht gibt's auch eine Vanillemilch zur Feier des Tages. Ich muss eben... Oh Mann, ey. Ich habe echt hier voll die... Ich habe eben voll die Skincare-Routine durchgezogen und so, ne? Schön. Das landet jetzt alles schön im Taschentuch. Kriegen wir hin. Ach, ihr Lieben. Ihr seid einfach wunderbar und ich bin einfach dankbar. Danke, dass es euch gibt. Danke, dass ihr da seid, dass ihr einfach meinen Wahnsinn teilt. Das ist ja heftig, ey. Ich bin baff. Okay, Leute, das wäre es jetzt erstmal von mir und meinem Blog gewesen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, dass ich euch so ein bisschen mit durch die Woche genommen habe. Wäre ziemlich cool. Und jo, nächsten Monat wird dann auch wieder gevloggt. Da muss ich nochmal schauen, was für eine Woche ich mir da raussuche. Und ja, dann danke. Fühlt euch mega gedrückt. Ihr seid geil. Bis zum nächsten Mal. Ciao.